Wieder eine ganz schlaue Fuchse. Eine Frau hat gesagt, aber es gibt ja auch Muslime, die Weihnachten feiern. Dann habe ich gesagt, sie waren Muslime, die Frauen vergewaltigen, Muslime, die Banken überfallen, etc. etc. Alter, vergleichskriminelle Sache mit Weihnachten. Ja. Beziehungsweise nein. Ich mache hier klar, dass man den Islam nicht an den Taten der Muslime messen kann. Und deswegen nehme ich natürlich drastische Beispiele, wo jeder weiß, stimmt, okay, es gibt Muslime, die machen das, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass das Richtige in der Religion ist. Hätte ich jetzt gesagt, es gibt doch Muslime, die Ostern feiern, hätte sie das natürlich nicht verstanden. Wenn ich aber sage, es gibt doch Muslime, die Frauen vergewaltigen, die eine Bank überfallen und die dieses und jenes machen, dann versteht jeder, stimmt. Nur weil ein Muslim das macht, heißt das nicht, dass das in der Religion erlaubt ist. Leute, bitte, tut mir einen Gefallen. Schaltet das Gehirn ein.